So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt nochmals das Thema. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich die beiden Kultmoderatoren von der Antenne Vorarlberg, die ganz liebe Kollegen hier im Studio vom Vorarlberg Live begrüßen darf. Hallo Marc, Sandra schön, und dass wir bei Veit. dir sein dürfen. Danke. Hi. Danke für die Einladung, Marc. Jetzt muss ich zuerst den Veit natürlich fragen, du als Sportskanone bist auch ein Handballfan? Absolut, absolut. Also Handball spielt natürlich bei uns im Ländler große Rolle und wenn es sich ausgeht, gehen natürlich nach Hart und Bregenz regelmäßig zuschauen, klar. Sehr schön. Jetzt am Samstag ist es ja wieder soweit. Da wird der ganz große Antenne Osterhit-Marathon bei euch über die Bühne gehen. Jawohl. Sandra, für die, die was jetzt noch nicht kennen, Ja. Antenne Osterhit-Marathon, um was genau geht's da? Also das ist einfach das größte interaktive Radiospektakel des Jahres. Unser Team und wir bereiten uns schon seit Wochen auf diesen Tag vor, oder eigentlich auf das ganze Wochenende. Und kurz und kompakt zusammengefasst, wir Moderatoren, wir sind zu viert, also der Feiti, Kollegin Nina Früh, Isabella Karnaval und ich, sind in Zweierteams 60 Stunden nonstop abwechselnd auf Sendung. Das heißt, wir schlafen da, wir essen da, wir duschen sogar dort da und alles, um einfach ein super Programm zu Ostern für unsere Hörer zu bieten. Im Fokus steht natürlich die Musik. Da haben wir jetzt die letzten Wochen die Lieblingssongs unserer Hörer gesammelt. Insgesamt 777 an der Zahl. Die spielen wir im Rückwärts-Countdown. Und es wird auch ganz, ganz, ganz viel Action auf alle zukommen. Vor allem auf uns im Studio. Wir müssen uns nämlich immer unbekannten Challenges stellen. Wir wissen heute noch nicht, was da alles auf uns zukommt. Sandra, ich bin ja froh, dass Sie jetzt schon im Studio sind. Normalerweise würden wir natürlich schon schlafen, weil wir Aha, müssen natürlich. natürlich immer sehr, Fast. sehr, sehr früh aufstehen. Wie machst du das mit deinem Biorhythmus, dass jetzt bist du da und dann da 60 Stunden durch, ansonsten immer sehr, sehr früh schon bei der Ja, Antenne? also in der Fight, unsere Schicht startet am Kar-Samstag um 6. Das ist genau unsere Zeit. Und dann haben wir von 6 bis 14 Uhr Dienst und nachher 8 Stunden Pause, wobei das nie Pause ist, weil man kann es natürlich ob Besuch oder kann Leute ich und us bei uns und wir freuen uns über jeden Support. Und dann geht es in die Nachtschicht und die wird richtig heftig von 22 bis 6 Uhr morgens. Das heißt, wir sind einfach mal über 24 Stunden wach und das wird die Hölle für mich. Ich sag's jetzt schon, wie es ist. Aber wer die Sandra kennt, weiß, du bist ja eine Energy-Drink-Liebhaberin und ich glaube, Ja. so schaffst du es zumindest auch in der Früh immer, dass du munter und fit bist und so bleibst du fit 24 Stunden. Ich bin überzeugt. Veit, ihr Mann, das ist jetzt schon zum vierten Mal. Welche Songs glaubst du sind dieses Jahr besonders im Rennen? Ist natürlich die große Frage. Sandra hat es eh schon gesagt, 777 sind es an der Zahl. Es gibt jetzt die Songs für euch schon zum Nachschauen von der 777 bis zur 51. Die letzten 50 Plätze, die sind ja bis zum Schluss streng geheim. Du meinst jetzt, Marc, wer die Nummer 1 wird? Oder wen würdest du sagen, wo Also spannend? ganz Muss ehrlich, natürlich. es gibt eine neue deutsche Band, Glockenbach mit Brooklyn. Also die gehen richtig ab und die werden zum Finale am Ostermontag kurz vor 18 Uhr schon sehr geil. Also wäre einer meiner großen Wünsche, oder? Jason Derulo, Acapulco, auch ein super Song. Man muss es so sagen, es ist alles möglich. Also man kann, da kommt zwischendrin mal Helene Fischer vor, dann spielen wir mal David Hasselhoff, dann kommt, keine Ahnung, Coolio. Also unsere Hörer haben sich jetzt einfach wirklich 777 ihrer absoluten Lieblingssongs gewünscht, egal welche Genres, egal welche Bands, also da ist alles mit dabei. Jetzt muss ich uns verraten, gibt es wieder interne Wette zwischen euch, wer wo welcher Song da schlussendlich. Also es wird schon wirklich gemunkelt und ich meine, interne Wette selber haben wir jetzt keine, aber Nee. jeder hat seine Tipps sozusagen schon abgeben. Aber es wird nicht langweilig, wenn du Wetten ansprichst, du weißt, oder vielleicht hat sich so ein bisschen umgesprochen, wir foppen uns gerne mal Eben. gegenseitig. Also es ist kein Geheimnis und es sind wirklich sehr coole Aktionen geplant. Wie gesagt, welche Challenges auf uns zukommen, erfahren wir kurz vor knapp vor der Sendung. Aber für unsere Schichten haben wir uns natürlich auch noch Special Sachen überlegt, zum Beispiel in unserer Nachtschicht. Da machen wir etwas, was es so im Ländle eigentlich noch nie gegeben hat. Samstagabend. Und zwar 10 Fragen an ganz bestimmte Menschen. Unter anderem haben wir eingeladen einen Privatdetektiv, einen Bestatter auch. Und da wird wirklich unzensiert über alles geredet. Und ich denke, da wird sich Ohne ein oder Piepsen und so oder gar nicht, ohne Und es war 20 Uhr, kannst du eigentlich alles machen, oder? alle Fragen, die jemandem auf der Seele blühen, wie sagt man da, brennen, Brennen. genau, einfach an uns stellen oder anrufen. Wir nehmen ja auch die Hörer live bei uns auf Sendung. Es ist an diesem Wochenende alles möglich. Und rund um die Uhr stehen die Türen bei uns offen. Also
die Gäste können vorbeikommen, können sich das alles anschauen und wir freuen uns natürlich. Aber die Tochter muss im Bett schlafen, die darf in dem Fall nicht zuhören, oder? Dort nicht, nein, dort ist sie hoffentlich tief und fest am Schlaf, aber auch sie kommt vorbei. Sie feiert nämlich am Sonntag Geburtstag an Ostern und dann werden wir da auch ein bisschen feiern. Also es ist alles möglich bei uns, wirklich. Also und, Entschuldige, mag ich gerade noch eines der Highlights, was wir uns ja auch für die Nacht aufbehalten haben, für euch, den Antenne Vorarlberg Beichtstuhl. Also da könnt ihr beichten, was ihr wollt. Sandra und ich werden dann vergeben und wir sind gespannt, was da dann in der Samstagnacht alles für Beichten kommt. Das war letztes Jahr der Renner. Wer sucht denn die Challenges für euch aus? Also es ist so, wir haben natürlich ein Team. Wir haben unsere Vorschläge im Vorhinein an dieses Team übergeben. Also wir haben Challenges gesammelt und gesagt, das und das könnten wir uns für unsere Kollegen vorstellen, die ganze Organisation und den Ablauf und was möglich ist, erarbeitet unser Team und kurz vor Showbeginn verraten Sie uns dann, welche Challenges geworden ist. Da sind wir dann schon gespannt. Heute, zum Abschluss, haben wir gerade angesprochen, man kann euch auch besuchen, wie läuft das ab? Also ganz wichtig, 3G, das ist eigentlich das Einzige, was für euch wichtig ist, bevor ihr zu uns ins Medienhaus kommt, zu uns Medien Schwarzach. Wir sind wirklich von Samstag in der Früh 6 Uhr bis Ostermontag 18 Uhr hier. Ihr könnt, egal ob in der Früh, zum Mittag, Nachmittag, in der Nacht, die Türen sind offen. Und man kann uns natürlich auch vor Ort die Challenges finden, zum Teil auch woanders statt. Also irgendwo im Ländle. Mich hat es letztes Jahr zum Beispiel getroffen mit meiner Flugangst, hat man mich einfach beinhart in einen Helikopter gesteckt, von Wucher-Helikopter. Und dann sind sie schon so am Zaun gestanden und haben gesagt, Sandra, du schaffst es. Es war so cool. Also wir würden uns wirklich freuen, wenn er da von überall her einfach dazukommt. Und ja, das Spektakel miterleben, das ist wirklich was sehr Einzigartiges im Ländle. Vielleicht über dir was, du bist ja ein wilder Hund, oder machst du im Prinzip alles? Ich glaube, das ist halt der Grund, warum ich einfach die gemeinsten Challenges gehe. Letztes Jahr der Wien-Simulator. Aber ja, ich mache alles. Ja, aber das kommt davor, wenn man sich so wie aus dem Fenster hängt und sagt, ja, Kinder kriegen. Also es gibt nichts, wo du sagen würdest, das mache ich nicht oder da habe ich Angst. Oder so. Also ich bin gespannt, das wäre zum Beispiel wirklich eine Challenge, oder? Was? Ja, irgendeine Challenge mir geben, wo ich sage, das mache ich nicht. Ja, was ist da mit deinem Bohrrad? Verrat unseren Also eins mache ich garantiert nicht. Ihr kennt bestimmt Bohrrad, Marc, du auch? Genau. Also mit einem Bohrrad-Kostüm, also im String-Tanga, über den Dornbirner Marktplatz laufen zum Beispiel, das darf ich nicht machen. Also das ist wirklich eins, ich würde mich in Grund und Boden genieren. Das glaube ich, da hätte es mehr. Es bleibt spannend. Also Flugangst, das haben wir jetzt in dem Fall, das wissen wir jetzt und das wirst du in dem Fall vermutlich jetzt nicht nochmal kriegen. Glaubst du, was für Gemeinheiten wird man sich überlegen? Also die Erfahrung seht, es wird von Jahr zu Jahr härter. Ich meine, letztes Jahr, das mit dem Hubschrauber war für mich richtig hart, aber es hat ja noch so Sachen gegeben wie, finde die Nadel im Heuhaufen. Man hat man denn wirklich in unser Sitzungszimmer so wirklich ein weiß ich, wie viel Heu das war, jedenfalls unendlich viel. Und dann hat es so, du hast jetzt 8 Stunden Zeit, diese Nadel da zu finden. Keine Chance. Die Leute in den Kahn haben Magnete Mitte der Nacht gebracht, weißt, damit wir da einfach irgendwie noch einen Hauch von Chance haben. Aber, ja, ganz toll für Allergiker. Also deswegen haben die Sandra einfach ins Zimmer reingeschickt. Und ja, danke, dass die da geopfert hast. Ja, stimmt, da bist du am Ende mit der Welt. Aber ich muss sagen, wo ich passen würde, wäre ganz klar Insekten essen. Also à la Dschungelcamp, das wäre etwas. Eiweiß, lecker. Wow. Was wie gut. Entschuldigung. Fällt das Fitnesskanone sofort, oder? Also du wirst wahrscheinlich Proteine und so. Wir haben mal einen Studiogast gehabt, vor 3 Jahren, glaube ich, war das, eine Insektendame. Ja. Und ich habe es geliebt. Es gibt Insektenburger, Mehlwürmer. Also ich habe die wirklich gegessen wie ein Anser. Ja. Sandra, zum Abschluss noch, du hast gesagt, man kann herkommen, kann man aber sonst zuschauen, es gibt ja bei euch auch Visual Radio, richtig. Wird das so dort aktiv sein den ganzen Tag? Genau, wir sind zu bestimmten Uhrzeiten auf Ländle TV zum Sender, wir sind natürlich rund um die Uhr über unsere 4 HD-Kameras im Studio zum Sender, wir werden Social Media abdecken, wir werden live gehen auf Facebook, auf Instagram, das erfahren wir immer vorne zu in der Sendung, wenn was Cooles passiert, nehmen wir euch natürlich visuell mit und wie gesagt, die Türen stehen immer offen für euch, wenn er direkt vor Ort mit dabei sein möchte.
dann sagen wir ja, viele sollen vorbeikommen. Wir hoffen, dass du jetzt nicht allzu gemeine Challenges kriegst. Und Feite, der hebt das aus, das packt man. Also der Countdown beginnt am Samstag um 6 Uhr. Punkt 6. In dem für euch, da können wir nur allen sagen, Antenne Vorarlberg geschalter oder Visual Radio. Oder vorbeikommen. Oder vorbeikommen, noch viel besser. Dann sind da die zweimal in voller Pracht. In Act, in voller Pracht, in voller 1,54 genau. Pracht, genau. Und für euch geht es bitte gleich mal, glaube ich, ins Bett, jawohl, oder? Jawohl. Du bist eher so die, sagen wir so, die Frühschlafengärin, gell? Ich gehe mit der Tochter um 7:15 sind wir. Ja, ich schaue meistens noch Fußball, wenn ist, und dann 10:30 gehe ich dann auch schlafen. Mhm. Also Schlaf wird überbewertet. Schlaf, werden manche Wissenschaftler was anderes sagen, aber man sieht dir auf jeden Fall noch nichts an. Wir bedanken uns fürs Vorbeikommen und viel Erfolg mit eurer Aktion. Wir sehen wieder eine ganz tolle Geschichte, Antenne Rostedt, Challenges und alles. Vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute. Danke, Marc. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.